Herzlich willkommen bei Folge 12 der TOS-Kampagne von Star Trek Online. Heute ist Donnerstag, der 7.12.2023. Clarissa zeigt euch wieder aus ihren Erinnerungen, was in ihrer ursprünglichen Zeitlinie im Jahr 2068 passierte. Nun, Clarissa befindet sich hier im Jahr 2409 mit ihrem 1631 Spionagedreadnought-Kreuzer nahe der des Flottenforschungslabors, das unsere Flotte gemeinsam mit den Kryn im Delta-Quadranten betreibt. Und sie möchte diesmal vom hier befindlichen Holodeck aus ihre Erinnerungen mit uns teilen. Gut. Dieses Schiff hier, das ihr gerade hier seht, bekam sie übrigens dieses Jahr im Jahr 2023, in dem sie mehrere Events mitmachte und sich so das Recht verdiente, ein besonderes Schiff auszuwählen, das es auf andere Weise nicht mehr zu erreichen gibt. Und das hier ist eben dieser 1631 Spionage-Dreadnought-Kreuzer. Es gibt noch ein ähnliches Schiff mit, das mir eigentlich optisch besser gefällt, aber die Wärter von diesem Schiff her haben mich überzeugt. Deswegen habe ich mich dann für dieses Schiff entschieden. Es hätte dann noch einen anderen Dreadnought, also 1631 Kreuzer gegeben, der mehr was für Taktiker gewesen wäre. Aber Calrissa ist ja Technikerin und wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen. Ja, sie hat also vier Technikkonsolen, vier Taktikkonsolen, drei Wissenschaftskonsolen, sehr ausgewogen, muss ich sagen. Und ist mittlerweile auch ein K6X. Ich habe das um diesen Universalkonsolenplatz aufgewertet. Gut, das aber nur am Rande. Eigentlich wollen wir ja an Bord der Station das Holodeck aufsuchen. Also dieses Schiff bekam sie für mehrere Events, die dieses Jahr gelaufen sind. Ich glaube nicht, dass ich das noch zeigen kann, aber ich versuche es mal. Und danach hatte man die Wahl, entweder zwei normale K6-Schiffe aus dem Zenstor zu bekommen oder sich Lobby auszahlen zu lassen. Ich glaube, 1000 Lobby wären es gewesen. Dafür hätte man sich dann ein Lobby-Schiff zum Beispiel auf der Drosana-Station kaufen können. Aber auch über Lobby hätte man diesen 1631-Kreuzer nicht bekommen können. Da gab es dann eben noch eine dritte Option. Vielleicht kann ich euch das sogar noch mal ganz kurz zeigen, bevor wir uns um die eigentliche Mission kommen. Ereigniskampagne. Das müsste das hier gewesen sein. Premium K6 Schiff Ihrer Wahl. Genau, das war die. Mit diesem Gegenstand können Sie ein Premium Klasse 6 Raumschiff aus einer Liste vergangener Promo-Aktionen und Verschlusskisten auswählen. Inspizieren Sie diesen Gegenstand, um mehr zu erfahren, oder öffnen Sie ihn mit Verwenden. Hinweis: beinhaltet nur Premium-Raumschiffe, die vor dem 31.12.2022 veröffentlicht wurden. Ja, genau davon habe ich gesprochen. Andere Möglichkeit wäre gewesen, zwei normale K6-Schiffe aus dem Zenstor oder eben 1500 Lobby-Kristalle wären es sogar gewesen. Jo, gut, das nur am Rande. Wir befinden uns hier im Delta-Quadranten in der Flotten-Sternenbasis, also hier. Gar nicht weit weg von der Jenolan Dyson-Sphäre und gar nicht weit weg von Kobali Prime. Und suchen mal das Holodeck auf, das mal Gegenstand der Kampagne war. Und dabei haben wir auch Gelegenheit, mal wieder hier vorbeizuschauen. Sind ja auch ein paar nostalgische Bilder. Also die Storyline von Delta Quadranten, die war eigentlich sehr gut. Da haben wir das Holodeck, also schon sehr großes Holodeck. Hatte auch eine Schlüsselrolle gespielt damals in der Mission. Wir mussten hier mehrere, das passt nämlich auch gerade zum Thema, wir mussten hier mehrere Szenarien durchspielen, wie sich die auswirken würde, wenn wir die Zeitlinie verändern würden. Die Krennim, die haben uns dabei geholfen. Also wir waren damals ziemlich verzweifelt und standen vor der Wahl, die Zeitlinie zu verändern, um einige Ereignisse, Schlüsselereignisse der Geschichte rauszunehmen. Und hier wurden die Simulationen durchgespielt. Calrissa wird jetzt hier allerdings ihre Erinnerungen dann starten. Und jo, dann Computer, Programm, Start. So, und hier befinden wir uns wieder im Erde-Raumdock des 23. Jahrhunderts im Jahr 2268 und werden ja auch entsprechend willkommen geheißen. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was
was bisher in der Storyline hier passiert ist. In den bisherigen, während ich versuche inzwischen, während ich die Zusammenfassung vorlese, die ich mir zurechtgestellt habe, versuche ich hier ein bisschen was von der Station zu sagen, dass ich hier keine Standbilder produziere. In den bisherigen Folgen Ihrer Erinnerung haben wir gesehen, wie Cal Drissa im Dienst von dem damaligen Captain und späteren Admiral Isaac Garrett auf der Planetenoberfläche von Taurus II Überlebende rette, die eine Falle klingonischer Plünderer ins Netz gegangen sind. Dabei wurde ihr von Garrett auch die andorianische Taktikspezialistin Tasi zugeteilt, also sie hier, die wir auch im Jahr 2409 noch in unserem Team haben. Ich habe sie euch gezeigt, neulich auf der Schiffsbrücke. Und die hat uns Feuerwaffentraining gegeben, also erstmal Calrissia, da stammt auch das Titelbild her aus dem Schießstand des Schiffs damals, also der, ich weiß nicht, war man da auf dem Schiff, ja, irgendwie schon. Auf jeden Fall auf dem Schießstand im Stil, wie ihr es hier überall seht, gehalten. Und später ist Tarsi auch, war die erste, die Calrissias Team beigetreten ist. Und Captain Garrett hat schließlich das Steuer seines Raumschiffs an Cal Drissa übertragen, die dann, solange sie am Steuer saß, dafür gesorgt hat, dass die Klingonen, ja, die dort auf der Lauer lagen, zerstört wurden. Und außerdem wurden die beiden Notsignalbarken zerstört, die ganzen Schiffe in die Falle gelockt haben. Später, also nach dieser Mission, wurde Captain Garrett zum Admiral befördert und dieser hatte Cal Drissa daraufhin für ein eigenes Kommando empfohlen, wodurch sie zum Kommandanten ihres eigenen Schiffs, eines Mehrzweckkreuzers, wurde. Das ist dieses hier. Und ich habe es ja eben gerade schon erklärt. Wir sind hier Rang 8 und bei Rang 10 steht uns ein neues Schiff zu, unter anderem. So. Also wir fliegen gerade die USS Restoration oder Restoration, das überlasse ich euch, ob ich lieber Englisch oder Deutsch ausspreche. Ich spreche lieber Deutsch aus. Und ja, allzu viel ist nicht drin. Level 2 Ausrüstung, selbstgebaute, immerhin alles auf Lila, ist ja schon mal was. Und um dieses Schiff hat sie dann übernommen. Auf Edrin 4 hat sie schließlich mit den Gorn zu tun bekommen, die auch von Captain Kirk schon besucht wurden. Da musste er sich damals gegen einen Gorn-Commander durchsetzen mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen. Also fast nichts. Und die Gorn wurden von den Romulanern mit List und Tücke gegen die Föderationsforscher auf dem Planeten aufgehetzt. Kalyrsa konnte das beweisen und die Intrige der Romulaner aufdecken. Und so eine friedliche Lösung mit den Gorn erreichen. In der Folge dieser Mission trat der telleritische Technik Fähnrich Skafrin ihren Brückenoffiziersmannschaft bei, und das ist eben der hier. Der immer noch in ihrer Mannschaft hier gerade ist, zumindest. Also im Jahr 2409 ist er nicht mehr Teil ihrer Mannschaft, aber hier in diesem. Hier in diesem Dings ist es noch drin. So, dann. Wir haben dann auch erlebt, wie die Station K13 im 23. Jahrhundert von Neuralparasiten befallen wurde, die von den Nakul dort als Waffe gegen das Sternenflottenpersonal der Station eingesetzt wurde. Cal Drissa lernte dort die Wissenschaftlerin Temet kennen, also sie hier. Und half ihr und Scotty dabei, die Neuralparasiten zu töten, indem sie die Station mit UV-Licht flutete. Temet trat schließlich, wie wir hier sehen, der Brückenoffizierscrew bei und wird auch im Jahr 2409 noch Bestandteil ihrer Crew sein. So, dann. Das war dann der Zeitpunkt, wo Zeitagent Daniels Cal Drissa erklärte, dass sie sich inmitten eines temporalen Kalten Kriegs befänden, und also da, wo sie zum ersten Mal auf die Nakul gestoßen ist, auf K13. Und als nächstes musste sie auf der USS Enterprise dafür sorgen, das waren dann die Folgen 9, 10 und 11, dass die Aufnahme von Corridon in der Föderation stattfinden könnte, wie später einmal in den Geschichtsbüchern es nachzulesen ist.
Sie rettet dann im Verlauf dieser Mission etliche für die Zeitlinie wichtige Personen, wie den vulkanischen Botschafter Surak, aber auch die Crew der Enterprise, inklusive Captain Kirk, den wir da einmal ganz kurz mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen sahen und den wir stabilisieren mussten, damit er uns hier nicht abnippelt. Und es wäre ja nicht auszudenken, was es für die Zeitlinie bedeutet hätte, wenn diese Personen im Jahr 2268 ein Ende gefunden hätten. Gut, dann hätten wir die Zusammenfassung durch der letzten Ereignisse. War bestimmt mal wieder notwendig, das zusammenzufassen. Und dann kümmern wir uns um das, was wir heute eigentlich tun müssen. So, verstrickte Netze. Die Zeitlinie wurde kompromittiert und die Föderation steht am Rande eines Krieges. Sie müssen die Geschichte wieder in die richtigen Bahnen lenken, egal was es kostet. Things are heating up with the Tholians. Monitor stations are detecting large fleet movements toward Federation space, and they're refusing all of our diplomatic hails. We're doing all we can to prevent a war, but it's not looking good. I want you to join a task force I'm assembling. If this goes south, I want my best people on the front line when it does. Eigentlich hätte ich ja direkt mit dem reden können, wenn ich schon hier auf der Sternflottenbasis ist, da auf der Minimap, das ist er ja. Aber egal, jetzt haben wir es so gemacht, aus Gewohnheit irgendwie. Die Lage mit den Tholianern spitzt sich zu, Kaldrissia. Überwachungsstationen erfassen große Flottenbewegungen zum Föderationsraum und zu blockieren alle unsere diplomatischen Rufe. Wir versuchen alles, um einen Krieg abzuwenden, aber es sieht nicht gut aus. Ich möchte, dass Sie einer Einsatzgruppe beitreten. Wenn es bergab geht, möchte ich meine besten Leute an der Front haben. Ja, das ist momentan wahrscheinlich Kaldriss, ja. Gut. Admiral Isaac, Garrett dürfte gar nichts davon wissen, dass Sie von Zeitagent Daniels als Zeitagent inzwischen rekrutiert wurde. Stay safe out there. Gut, wo sollen wir denn hin? Verstrickte Netze kann The ich Federation nicht. shouldn't be having significant issues with the Oh. Tholians at this point in time. I've been scanning the timeline and I think I've found the problem. 2 years ago, a Tholian colonial fleet was destroyed. The Tholians blamed the Federation, and increasing hostilities have ultimately led us here. This is something I'll need your help to correct. Da haben wir ja Zeitagent Daniels. Die Föderation sollte zu diesem Zeitpunkt keine ernsthaften Schwierigkeiten mit den Tholianern haben. Ich habe die Zeitlinie gescannt und glaube, das Problem gefunden zu haben. Vor 2 Jahren wurde eine koloniale Flotte der Tholianer vernichtet. Die Tholianer haben die Föderation verantwortlich gemacht und wurden zunehmend feindlich. Das müssen sie korrigieren. Gut, dann. I've pinpointed the incident in question, setting temporal transponder back 2 years. Ich habe den We fraglichen need to Vor. correct the timeline during the Defiance encounter with the Tholians. Ich habe den fraglichen Vorfall näher bestimmen können, setze temporalen Transponder 2 Jahre zurück. Wir müssen die Zeitlinien korrigieren, die bei der Begegnung der Defiant mit den Tholianern verändert wurde. Gut, was ist jetzt eigentlich? Ich nehme an, dass ich auf mein Schiff beamen soll. Kommen Sie in meine Station mit Daniels im Sektorenraum sprechen? Ja gut, im Sektorenraum sind wir nett. Hat auch so funktioniert irgendwie, aber gut. Weiter zum Hochbeamen. Gab es damals wirklich schon Ort zu Ort? Naja, sie ist Zeitagentin. Sie kann das irgendwie. Ich meine, die Ort zu Ort-Transporte wurden erst in der Next Generation Ära richtig verfeinert. Vorher war es riskant, aber ich kann mich auch irren. Also vorher war es schon ein Risiko. Einfach so nicht vom Transporterraum aus, sondern von wo auch immer zu teleportieren. Sol system. All visitors to Earth space dock are required to fly close enough to the station for our tractor beams to lock onto your ship. Our automated systems will notify you when you are in position. Ja, das lese ich jetzt nicht vor. So werden wir hier immer begrüßt. Die Begrüßung war auch angeschnitten, weil ich hatte nämlich die Pause-Taste gedrückt, um für euch den Ladebildschirm kurz zu halten. Für mich hat es ein bisschen länger gedauert und dann hatte ich eine Sekunde zu spät gedrückt. Da war wahrscheinlich das Wort Willkommen schon gesprochen. Also System verlassen. Energie. Also ich denke, im Verlauf dieser Mission könnte sie Rang 10 werden, wäre nett dann in der nächsten Mission. Und hat dann Anspruch auf ein neues Schiff. Haben wir ja hier gesehen. Wenn ich es schaffe, auf Rang 10 zu kommen, bekommt sie ihr nächstes Schiff.
So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach du liebe Güte, da bin ich froh, eine funktionierende Pausetaste zu haben. Weil was haben wir überhaupt 5,5, ne? Ich bin jetzt hier wahrscheinlich 5 Minuten unterwegs oder zumindest gefühlte 5 Minuten unterwegs. Das tue ich euch nicht an. Ich mach mal die Pausetaste. Bis gleich. So, fast geschafft. Eins können wir, bis wir dort sind, eigentlich machen. Ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich mal die Biografie von, die eigentlich für Tarsi bestimmt war, wo ich sie ja nicht ändern kann, einem anderen Mitglied zuweise. Dafür kann sich Boppel jetzt mal nützlich machen. Ich glaube nicht, dass ich die behalte, schon weil sie nur ein weißer Brückenoffizier ist. Und ich für einen weißen Brückenoffizier ganz sicher kein Upgrade kaufen werde. Und da haben wir die Biografie von, für, die für Tarsi bestimmt war. Biografie Englisch for Tarsi, we cannot be edited. Wir lesen es aber auf Deutsch durch. Ein Teil der Geschichte habt ihr ja selber miterlebt. Kann nicht mit U, mit Ü, Ä, Ü und scharfem S umgehen, das sehen wir hier mal wieder. Deutsch für Tarsi, die nicht editiert werden kann. Tarsi wurde von Captain Isaac Garrett beauftragt, ihren heutigen Admiral Carissa bei der Mission auf Taurus 2 bei einem abgestürzten Wrack zu helfen und dafür zu sorgen, dass Carissa auf ihrer ersten Außenmission in einem Stück zurückkommt. Sie half Carissa auf Taurus 2, das gestrandete Forschungsteam im Umgang mit Gewehren zu schulen. Ja, haben wir in der Zusammenfassung vorhin auch gehört. Sie und der Spieler retteten so das gefangene Außensystem von Fähnrich Meos, die vor ihrer Zeit unter Captain Garrett bereits auf Captain Kirks Enterprise gedient hatte. Für den einheimischen Taurianern, gegen die sie sich nun verteidigen konnte. Als die Gruppe dann von Klingonen angegriffen wurde, gelang es Tarsi, ein fallengelassenes Pad mit einer Nachricht für Captain Quark zu entschlüsseln. Tarsi half Calrissa und Meos bei ihren Bemühungen, einen klingonischen Entertrupp abzuwehren. Die Klingonen hatten laut dem gefundenen Pad bei Taurus 2 anderen Schiffen eine Falle gestellt, in die auch Handels- und Forschungsschiffe der Föderation getappt waren. Zurück auf Garretts Schiff wurde das Schiff von einem Enterkommando der Klingonen angegriffen, den Tarsi zusammen mit Calrissa, Fähnrich Meos und der übrigen Crew zurückschlagen musste. Nachdem das Schiff erfolgreich zurückerobert war, wies Captain Garrett Tarsi Calrissas Team zu und überließ Calrissa das Steuer des Schiffs eines Mehrzweckkreuzers. Gut, das können wir noch reinnehmen. Den Rest lese ich jetzt nicht mehr vor, weil das wäre gespoilert. Das lasse ich jetzt dann mal. Aber Calrissa bekam den Auftrag, das klingonische Notsignal, das als Köder für andere Schiffe diente, zu zerstören. Dabei kamen sie auch der USS Enterprise zur Hilfe, die ebenfalls wegen dem Notsignal in die Falle gegangen war. Im Anschluss an diese Mission wurde Captain Garrett zum Admiral befördert und aufgrund seiner Empfehlung wurde Calrissa das Kommando und über sein Schiff übertragen. Und das, was danach kommt, das haben wir noch nicht gesehen. Das möchte ich diesmal. Ich habe das bei Temet gemacht, aber bei Tarsi lasse ich das jetzt mal. Ihr wisst ja sowieso, dass wir ins Jahr 2409 kommen, auf irgendeine Weise. Ist ja klar. Verstrickte Netze beginnen. Ach ja, ich sehe schon, Ladebildschirm dauert wahrscheinlich wieder. Pausetaste. So, jetzt ist gleich überstanden. Der Ladebalken unten bewegt sich schon. Hat aber echt länger gedauert, bis der mal gezuckt hat. We've arrived in 2268 and not a moment too soon. The Na'kul are clearly out for blood. Tholians are quite xenophobic. They may feel the Federation is part of the problem here. Wir sind im Jahr 2268 angekommen, keine Sekunde zu früh. Die Na'kul dürsten nach Blut. Tholianer sind recht xenophob. Sie können die Föderation als Teil des Problems ansehen. Wir müssen sie vom Gegenteil überzeugen, We're being Daniels. Held by the Defiant. I'll remind you that our orders forbid us from telling them anything specific about the situation. I recommend deflecting their questions until the situation here is resolved. Wir werden von der Defiant gerufen, Leutnant. Ich erinnere Sie, dass unsere Befehle es uns verbieten, Ihnen irgendetwas über die Situation zu erzählen. Sie sollten Ihre Fragen ausweichen, bis die Lage hier unter Kontrolle ist. Einverstanden. Auf den Schirm. Good to see you. We're in a real tight spot here. The Tholians were taking a serious beating when we reached the system, and the other ships opened fire on us the minute we dropped out of warp. Mind lending us a hand until we figure out what's going on?
Schön, Sie zu sehen, Leutnant. Wir stecken hier in Schwierigkeiten. Die Tholianer hatten bereits schwere Schaden erlitten, als wir das System erreichten, und die anderen Schiffe eröffneten das Feuer auf uns, nachdem wir den Warp verlassen hatten. Können Sie uns helfen, bis wir wissen, was hier vor sich geht? Wehren Sie die Nakul-Schiffe ab. Jawohl, Captain, retten wir die Tholianer, solange es noch nicht zu spät ist. Ja, das ist ein guter Plan, wenn wir nämlich die... Das war die Kolonialflotte der Tholianer. Heißt das, wir können hier nichts mehr machen? Versuchen Sie, ein wenig Druck abzulassen. Wir müssen uns um unsere Schilde kümmern. Alarm! Warpkernbruch steht bevor. Das sind Nakul-Schiffe, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja, auf definitiv. Gut, dann... Ja, gut. Den kann ich noch nicht helfen. Die Fähigkeit dazu habe ich noch nicht. Sonst hätte ich jetzt Schildenergie übertragen. Sollten die Nakul die Königin töten, dann wäre die gesamte tholianische Blutlinie ausgelöscht. Schön gute Schilde zu haben, also relativ gute Schilde für die Möglichkeit. Bisschen schwierig gerade hier. Notfalls könnt ihr es unten im Chat auch nachvollziehen, was hier gerade durchgeht. Feindliche Enterkommandos beamen sich auf die tholianische Flaggschiff-Leutnant. Also wenn wir darüber müssen, ich hab keine Raumanzüge. Sollten wir darüber müssen, dann nutzen wir mal Timets Traktorstrahl. Jedenfalls wollte ich ihn nutzen, irgendwie hat sich da gar nichts getan. Da, der Dämon-Zerstörer ist dann hier. Ja. Also ich werde nicht alles vorlesen können, dazu geht es hier gerade so chaotisch zu. Aber falls ihr das wissen wollt, unten links im Chat steht die Kommunikation. Also im Vergleich zu unserem Schiffchen ist dieses tholianische Flaggschiff ja schon gewaltig, ne? Dann haben wir hier noch einen Deimos-Zerstörer. Ich kann hier gerade nicht beschleunigen. Dann dauert es halt so lange, wie es dauert. Und so wie es ausschaut, kann ich diese Schiffe nicht reparieren. Ich hätte auch gar nicht die Technik dazu hier im Moment, was ich dazu bräuchte, selbst wenn ich wollte. Die Defiant, wie schaut es da aus? Nicht so gut, aber ich kann da nichts machen. Ich habe nicht die erforderlichen Skills dafür. Die Defiant wird selber klarkommen müssen. Was? Den Skill habe ich gar nicht. Das ist ein Waffenbuff, den sollte ich schon ausrüsten. Das ist auch ein Waffenbuff, das habe ich direkt verpennt. Don't suppose you have any idea what's going on here. There's nothing on these aliens in our computers or why they'd attack the Tholians or us for that matter. Okay. Dann haben wir jetzt zumindest einen Torpedo-Buff von Tarsi, den habe ich nämlich ausgetauscht, den Skill, den sie zuerst drin hatte. Ich finde die Streutorpedos besser als die verstärkten Torpedos. Und Notenergie zu Waffen. Notenergie, ja. Da haben wir die Notenergie, also witzig. Sie haben wohl auch keine Ahnung, was hier vor sich geht. In unseren Computern gibt es keine Information zu diesen Aliens oder den Grund ihres Angriffs auf die Tholianer bzw. auf uns. Mal schauen, wir sollen ausweichend antworten, ne? Ja, genau, das ist... Nee, nix geheim. Damit komme ich mir jetzt gar... Ich komme jetzt gar nicht erst mit geheim, weil sonst fragt er erst recht nach. Im Moment brauche ich Sie, um den Überblick über die Situation zu behalten. Es könnte jederzeit noch mehr dieser Aliens auftauchen. Genau. Alright, do what you need to do. We'll talk about all of this when the shooting stops. Deal? Na gut, tun Sie, was Sie tun müssen, Leutnant. Wir sprechen uns wieder, nachdem der letzte Schuss gefallen ist. Einverstanden? Ja, bis dahin wird mir schon einfallen, wie ich ihm am besten ausweiche. Einverstanden. Passen Sie auf sich auf, Captain. I know it doesn't feel great keeping information from the Defiance crew, but believe me, it's for the best. I'll monitor the situation here while you assist the Tholians. Do what you can to save them. Good luck. Ich,
Ich weiß, dass es nicht schön ist, der Besatzung der Defiant Informationen vorzuenthalten, aber glauben Sie mir, es ist besser so. Ich werde die Situation überwachen, während Sie den Tolianern helfen. Tun Sie, was Sie können, um sie zu retten, Leutnant. Rüberbeamen auf ein Tolianerschiff, die haben da, was weiß ich, üblicherweise eine große Hitze und eine Atmosphäre, die für uns nicht geeignet sind. Ich hoffe, wir haben auf der anderen Seite dann Raumanzüge an. Ansonsten brutzeln wir uns da jetzt weg. Irgendwas wird sich das Spiel schon dabei denken. Hoffe ich. Pausetaste, Ladebildschirm. Weil ich hier gerade das Raumschiff vom Winterereignis dieses Jahr sehe. Was haben wir hier? Wird es hier erwähnt? Ja, auf jeden Fall glaube ich. Transport-Koordinaten auf dem Tholian-Flagship. Hopefully you can convince them that we're not at fault here. If the Tholians go to war with the Federation now, it would be devastating on a galactic scale. Ich habe passende Transporterkoordinaten auf dem tolianischen Schiff gefunden. Hoffentlich können wir sie davon überzeugen, dass wir hierfür nicht verantwortlich sind. Wenn die Tolianer der Föderation den Krieg erklären, dann würde das ein Desaster von galaktischer Größenordnung ausarten und wahrscheinlich die Zeitlinie durcheinander bringen. Darum geht's hier ja, ne? Behalten Sie die Lage im Auge, Daniels, und informieren Sie mich, wenn sich eine Änderung abzeichnet. Sensors show the interior of the Tholian ship is too hot for us. You will need to put on an EV suit before going there. Die Sensoren deuten darauf hin, dass die Temperaturen im Inneren des tholianischen Schiffs zu hoch sind, um es ohne Raumanzug zu betreten. Verstanden. Ja gut. Da haben wir das auch geklärt. In einer feindlichen... Ach du Scheiße. Ja, aber stilecht. Ist so. Ich weiß zwar nicht, wie man durch dieses Ding durchgucken kann. Easy ich nix, würde ich mal sagen. Ach du Scheiße, sind das Ganzkörperkondome? Das habe ich jetzt nur, habe ich das jetzt laut gesagt? I'm reading multiple Nakul hostiles, sir. They're all over the ship. Ich erfasse mehrere Nakul-Signale, Sir. Sie sind im gesamten Schiff. Jagen Sie die Nakul-Eindringe. Schalten wir sie aus. Okay. Na cool, Fähnrich. Was haben denn die für Raumanzüge? Auch nicht schicker als die, die wir hier haben. I'm detecting numerous Nakul life signs. And more are on the way. Ja, die ähneln dem, was wir später mal. Stay alert. Auf Nukara an Raumanzügen verdienen können. Kommunikation nicht vergessen. Ich erfasse nur wenige tolianische Lebenszeichen. Ich erfasse eine Vielzahl von Nakul-Lebenszeichen und noch mehr sind auf dem Weg. Verstärkungen der Nakul sind auf dem Weg zu Ihnen. Geben Sie Acht. Enter-Kommando neutralisiert, Sir. Wir können weiter, wenn Sie bereit sind. Okay, da war jetzt nichts Überraschendes dabei. Keine Information, die wir verpasst hätten, wenn ich es nicht gelesen hätte. Aber gut, haben ist besser als brauchen, richtig? Nicht, dass wir hier in der Mission nicht weiterkommen, weil ich die Information versemmelt habe. So, 2 Minuten. Ich denke, ich mache hier einen Cut, bevor wir weitermachen. Das ist besser als mitten. Ja, gut. Also, wie es hier weiter... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es hier weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.